Im Kopf der Statue liegt irgendwas. Ich bin mir jetzt aber gar nicht so sicher, ob es etwas ist, was wir schon haben oder etwas, was wir noch nicht haben. So, das nehmen wir erstmal hier wieder alles mit. In weiser Voraussicht. Genau, Lerwa. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie Lerwa es schafft, einfachste Sprünge nicht gebacken zu bekommen. Ich bin da immer wieder beeindruckt von. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall wieder den Weg, weil wir gerade kapiert haben, wie der funktioniert. Okay. Habe ich schon erzählt, dass ich beeindruckt auch von diesem Bug bin? So. Wieder und wieder und wieder. Immer wieder bin ich beeindruckt von ihr. Ja, jetzt hat sie es aber gemacht. Und hoch. Und rüber. Suppi. Ich hoffe, wir müssen die Harpien nicht noch einmal erzwingen. Aber ich freue mich da auch schon drauf. Dadurch, dass wir runtergefallen sind, müssen wir die ganze Geschichte nochmal machen mit ihnen. Hoch hier. Aber das sollte uns ja nicht stören. So, nochmal. Au. Au, Lerwa, steh doch auf, bevor du wieder angegriffen wirst. Och, Lerwa, Mausi. Lass dich doch nicht ablenken. Geht doch. Geht doch. Geht doch. Das ist hier wieder so ein Punkt. So. Ach, das ist ja da vorne, kann ich auch noch ran, ne? Dann machen wir das doch einfacher. Ja! Wir haben die zwei Minimaps. MPs. Die aussehen wie... Nein! Und wir sind tot. Und da fallen wir. Hoffentlich hat er irgendwo gespeichert. Nein! Ach, Mann! Diese Kontrollpunkte sind manchmal echt fies gesetzt. Also nochmal hier hoch, nochmal mit den Harpien kämpfen. Oder wie auch immer die Dinge heißen. Nochmal hoffen, dass Lerwa nicht in selbstmörderischer Absicht hier einfach nicht ranspringt. Jetzt hört man sie schon. Ich glaube, das wollen sie da schon, dieses komische Geräusch. So, hopp, hopp, hopp. Und hier rum, hier rum, hier rum. Ja, wie gesagt, diese Halle, also sie wirkte im Original, ist sie halt wirklich eindrucksvoll, muss man sagen, ne? Hallo? Mädchen? Okay, im Original ist die wirklich sehr ziemlich eindrucksvoll, muss man sagen. Gut. Blum. Mann, warum? Ich drücke auf Q. Ich drücke doch Q, du. Jetzt muss ich das Ganze nochmal machen, du. Und wetten, da vorne auf der Ecke ist sowieso ein Speicherpunkt und den könnte ich mir als erstes holen oder Kontrollpunkte, wie das heißt. Das mit den Kontrollpunkten finde ich halt nicht so toll gemacht. Also das ist so von wegen, wir nehmen den Spieler seine Freiheiten zu tun und zu lassen, was er will. Selbst mit diesen Kristallen war das ja so, dass man wenigstens Freiheit hatte zu entscheiden, wo man sie einsetzt. Ja, jetzt hören wir wieder dieses tolle Geräusch, was uns daran erinnert, gleich kommen Rapien. Die sich jetzt schon nicht darüber freuen. Ich frage mich, warum die jetzt, warum die nach so alter Zeit hier hinkommt. Ich tue doch nichts. Ja, springt hier nur rum. Oh, dann springt. Genau, greif erst die an, die nicht so nah an dir dran ist. Ach so, okay. So, ich springe jetzt erstmal hier rüber.
Einfach, weil ich hoffe, dass ich hier einen Kontrollpunkt vorfinde. Nein, hier ist natürlich kein Kontrollpunkt. Und natürlich stürzt sie jetzt wieder in den Tod, weil sie da nicht rankommt. Laura! Mach doch nicht immer sowas. Jetzt muss ich das Ganze nochmal machen. Okay, wie oft haben wir das jetzt schon gemacht? Ich weiß, dass es jemanden gibt, der mir das nachher alles hier vorhalten wird. Von daher gehe ich davon aus, dass irgendjemand mir schon sagen wird, wie oft ich das nochmal gemacht habe. Also ich kenne auf jeden Fall eine Person, die wird mir das dann vorhalten, wie oft irgendwie ich mit Lehrer hier umgehe, wie oft ich sie sterben lasse. Wenigstens hat Lehrer wieder ein bisschen mehr Lebensinstinkte gekriegt. Das ist ja teilweise schrecklich, was sie hier mit uns macht. So, jetzt klettern wir mal hier lang. Und hier hoch. Und hier rum. Und hier hoch. Und hier hoch. Und da sind sie auch schon. Au. Au. Lass Lehrer doch mal Zeit, hier hochzukommen. Mädchen? So, jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob ich nochmal versuche, das Teil zu holen. Ich will es unbedingt haben. Nein! Ach Mann, Lava, warum kannst du nicht einfach... Also langsam, aber sicher... habe ich keine Lust mehr. Ich spiele noch gar nicht so lange und ich bin eigentlich schon ziemlich gut da drin. Und hier hoch... hier lang. Ja, machen wir das Ganze also nochmal. Zum gefühlten 10.000. Mal, weil wir den einen Sprung nicht schaffen. Oh, das ist... es tut mir leid. Also irgendwie... es tut mir nicht leid, aber irgendwie tut es mir auch leid. Also... ach, kennt ihr das? Ich verstehe es nicht. Warum macht sie das nicht? Naja, wenn Lava das meint. Also noch einmal die ganze Geschichte. So, da sind wieder unsere zwei Lieblingsharpien. Und sie feiert natürlich mal wieder grundsätzlich auf die, die weiter weg ist. Fragt mich jetzt aber bestimmt nicht, warum. Und die, die ganze Zeit hier uns schon nervt, die lässt sie einfach mal... au! Okay, am Leben. So, dann versuchen jetzt wir nochmal darüber zu kommen. Das klappt ja schon mal sehr gut. So. Hallo? Ihr habt es doch alle gesehen. Ich springe ab und sofort. Das gibt's doch nicht. Ich will diese Minimaps haben. Vielleicht bin ich ja... ich bin ziemlich... da müssen wir das eben nochmal machen. Und nochmal, bis Lehrer es endlich mal kapiert. Sie hat es doch schon einmal geschafft. Vielleicht sollte sie mal ein bisschen weniger Überlebensinstinkt bei diesem Sprung lassen und dafür mehr bei dem anderen. Und hier mal sich nicht ständig an die Kante hangeln wollen. Wir wissen doch mittlerweile, wie tief das ist, dass du dich da nicht verletzt. Meine süße Maus. Okay, wir noch einfacher, noch einmal. Als ob wir nicht wüssten, wie das funktioniert. Da sind schon wieder unsere zwei Lieblingsharpien. Ich weiß nicht, eigentlich möchte ich die ja ungern hier kaputt schießen. Eigentlich sollten wir sie als Haustiere behalten, oder? Wo sind die jetzt? Da. Eigentlich sollten wir sie als Haustiere behalten. So, und ich springe jetzt wirklich mal weiter, weil ich jetzt keinen Bock mehr habe. Nein! Oh, Lava, das ist immer wieder zum Nerven aufreiben. So. So, den ganzen Weg auf den Kopf machen wir dann nochmal irgendwann, um die Minimaps zu holen. Erstmal gehen wir hier lang. Toll. Ja, das ist mal wieder so ein ganz, ganz toller Weg. Eidos fühlt sich wahrscheinlich, oder Core Design, ich weiß gar nicht mehr, wer das hier gemacht hat. Ich glaube, Eidos war es, ne? Fühlt sich bestimmt total toll, weil sie sich gedacht haben, sowas hat die Welt noch nicht gesehen. Also bauen wir es mal hier rein.
So, willkommen im ersten tollen Bereich. Ich habe natürlich mal wieder überhaupt keine Ahnung, in welche Richtung wir als erstes müssen. Wir fahren einfach mal den hier aus. Und merken, da passiert ja überhaupt nichts. Ich schenke mir mal kurz was zu trinken ein und überlege nochmal, wie das Ganze hier war. Oh doch, da ist Licht, aber... Ah, da passiert ja doch was. Aber da unten passiert noch nichts, weil... Ah, ich musste die Obelisken rausholen. Dieses Rätsel gab es in Tomb Raider 1 nicht. Jetzt ist das Ding wieder hochgefahren. Okay. Dann muss ich hier wahrscheinlich ganz am Ende wieder rauf. Das sollte ja eigentlich schon zu nuckeln. Gucken wir mal, was wir hier sonst so zu tun hätten. Und wie wir überhaupt hier langspringen können. Okay, hier kann ich irgendwas runter machen. Okay, und jetzt fährt sich da was hoch. Ach Quatsch. Da fährt sich was raus, Entschuldigung. So, ich wollte eigentlich nach hinten springen. Nicht zur Seite, naja. Okay. Interessant, interessant, interessant. Das ist auch noch logisch. Und hier hoch. Und hier lang. Und hier hoch. Und hier hoch. Und hier hoch. Und hier hoch. Und dadurch haben wir jetzt wieder was geschafft. So. Also ich tippe darauf, dass wir da irgendwie weiterkommen. Ich bin mir aber gerade gar nicht so sicher, wie. Ich versuche mal hier einen auf den hier. Ja, okay, das hat ja funktioniert. Aha. Das können wir auf jeden Fall hier rauf. Und uns hier mal ein bisschen weiter umgucken. Wir müssen auf jeden Fall noch an das Ding ran. Das sollte jetzt aber kein Problem mehr darstellen. Wir müssen noch an das Ding ran. Und da oben müssen wir auch noch hin. Da ist nämlich ein Artefakt. Da müssen wir auch noch hin. Okay. Und hoppa. Und nochmal hoppa. Gut, jetzt sind wir auf dem höchsten. Jetzt lassen wir das Ding hier mal runterfahren mit unserem Gewicht. Und da kommt das hin. Und... Oh, interessant. Hier kommen wir auch auf den rauf. Okay, ich habe gerade eine Idee. Ich habe gerade eine gute Idee, aber ob das so klappt, weiß ich noch nicht. Ah, Lava. Okay, Lava sagt, es klappt nicht. Ich glaube aber trotzdem immer noch, dass das klappen könnte. Weil wenn wir auf diesen Teilen stehen können und gleich wieder E drücken, dann können wir doch bestimmt auch auf den anderen Teilen irgendwie stehen. So, jetzt wieder hier lang. Und hier hoch. Und hier lang. Und hier hoch. Weil das ist die einzige Möglichkeit, die ich jetzt sehe, wie man da rüberkommt, indem sie... Nein! Och, Lerma, es ist doch echt unglaublich. Kannst du nicht darauf stehen, wie du auch auf den Teilen immer so dich hinstellst? Und gleich wieder E drücken.